Hallo und herzlich willkommen bei Faser und Stoff. Ich hatte gerade einen ganz besonderen Auftrag und habe ein paar wirklich alte Kleidungsstücke, die ihr im Hintergrund seht, überarbeitet. Dabei ging es darum, unter anderem auch Beinlinge komplett auseinanderzunehmen, den Schnitt auf neue Stoffe zu übertragen und die alten Beinlinge quasi zu restaurieren. Die Fußteile waren auch in wirklich schlechtem Zustand. Da war kaum mehr Stoff übrig. Es war total fadenscheinig und ein Wunder, dass der Stoff noch nicht zerfallen ist in dem Bereich. Ich habe mich also dran gemacht, sie vorsichtig aufzutrennen, alles nochmal zu überprüfen auf Haltbarkeit, gegebenenfalls Flicken anzunähen und habe die Beinlinge neu genäht. Wie das Ganze so lief, seht ihr in diesem Video. Viel Spaß damit! Ihr Lieben, ich weiß, es ist eine ganze Zeit vergangen, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, aber ich sitze hier momentan mit Hochdruck an meinem Buch zur Kleidung des 16. Jahrhunderts. Einige von euch haben es bestimmt schon mitbekommen. Wer noch nicht, es wird nächstes Jahr im Februar ein Buch geben zur Mode im 16. Jahrhundert. Ich würde mich freuen, wenn ihr Interesse daran habt. Dazu aber ein andermal mehr. Heute möchte ich euch trotz der ganzen Arbeit am Schreibtisch auch zeigen, was ich in den letzten Wochen händisch gemacht habe, weil natürlich habe ich auch ein bisschen genäht. Also legen wir los. Schauen wir uns als erstes mal den Patienten an. Hier also der Zustand, bevor ich irgendwas an den Beinlingen gemacht habe. Man sieht die doch gut abgelaufene Sohle und hier hinten an der Ferse sieht man sogar, dass sie komplett fadenscheinig ist. Das Material ist auch sehr, sehr dünn und fühlt sich brüchig an. Besonders seltsam ist hier die Tatsache, dass mit Hexenstichen Stoß an Stoß der Stoff zusammengenäht wurde. Dadurch haben wir nicht nur diese kleinen Xe, sondern auch daneben noch sichtbare kleine Striche. Nach dem Auftrennen ist auch einiges an Abfall liegen geblieben. Man sieht hier die Fadenreste und den Sand, der beim Auftrennen rausgefallen ist. Ich habe also den zweiten Beinling erstmal gewaschen. Ihr seht an dem dunklen Wasser auch, wie nötig es war. Das Wasser ist wirklich schwarzbraun. Da war erstmal eine Ladung mit Wollwaschmittel nötig. Nachdem ich die einmal gewaschen habe, bin ich mit Unicorn Fiber Rinse drüber gegangen. Das ist so eine Art Conditioner, der Wolle rückfettet. Ich nehme das immer für meine gesponnenen Garne her. Man sieht auch hier, bei der Hose war es nötig. Die war wirklich sehr, sehr trocken. Und wenn wir uns nochmal den schmutzigen Fuß anschauen, erkennt man auch, dass der hier immer noch etwas dunkler ist und hier der Dreck gar nicht ganz rausgehen will. Schauen wir uns jetzt mal nach dem Waschen den Vergleich mit dem nicht gewaschenen und bereits aufgetrennten ersten Beinling an. Hier also der erste und dazu der gewaschene zweite Beinling. Ihr seht schon jetzt in dem Licht ein bisschen mehr Glanz und der Stoff hat auch ein ganz anderes Gefühl. Wenn wir jetzt im Detail drauf blicken, habt ihr unten den ungewaschenen und oben den gewaschenen. Der gewaschene ist, obwohl gewaschen, dunkler als vorher und hat wieder eine ganz lebendige Farbe und auch eine Spur mehr Glanz. Danach geht es also bei Beinling Nummer 2 auch ans Auftrennen. Diese Hexenstiche sind sehr, sehr mühsam, weil sie müssen halt wirklich Stich für Stich aufgetrennt werden. Das gilt nicht nur für die X-förmigen Stiche, sondern auch für diese kleinen Stiche hier am Rand, die wirklich als einzelne, enge, schlaufenartige Stiche die lose Schnittkante in dem Stoff versäubern sollen. Ich habe sie also Stich für Stich nach und nach aufgezogen, damit diese unschönen kleinen Punkte, die außen sichtbar waren, verschwinden. Danach ging es ans Bügeln. Und aus dem bisschen verknitterten Beinling wurde jetzt wieder ein richtig schönes Stück Stoff, mit dem man toll arbeiten konnte.
Als nächstes kommt mein kleines Stück Kautschuk zum Rausziehen der Fäden zum Einsatz. Das ist ein kleines Stück von der Kautschuksohle, mit dem man einfach über den Stoff gehen kann und so die kleinen losen Enden, die sich mit dem Finger nur schlecht rauszupfen lassen, rauszieht. Als nächstes habe ich noch ein neues Fußteil gebraucht, weil ja gerade die Fußteile ein bisschen seltsam konstruiert waren, dass Oberteil und Sohle in einem lagen. Und nachdem die Sohle kaputt war, muss ich auch die Fußoberseite neu zuschneiden. Dann muss das eingerissene Stück unten auf beiden Fußteilen abgeschnitten werden. Ich habe es mir auf dem ersten Mal markiert und hier aufs zweite übertragen. Und jetzt geht's endlich ans Nähen. Zuerst wird der Wollfaden gewachst, damit er sich nicht aufarbeitet. Und dann nähe ich das ganze Ding mit kleinen Rückstichen, wobei ich sie so mache, dass sie auf der Oberseite wie Punktstiche ausschauen und damit eher an die feinen Punktstiche aus den Funden herankommen. Sowohl der Stoff als auch das Garn sind dabei pflanzengefärbt in Krapp und passen super zusammen. Nachdem die Längsnähte genäht sind, habe ich den fransenden Stoff noch mit einer Kappnaht versäubert. Und zwar mit einer vollen Kappnaht, damit die losen Enden nicht rausstehen und der Stoff dadurch lange hält. Danach setze ich unten noch einen kleinen Flicken auf die letzte fadenscheinige dünne Stelle. Die anderen Bereiche konnte ich durch das Wegschneiden des Fußbereichs bereits rausnehmen. Nur hier ist ein Stück noch, das später an der Seite des Fußes wäre und da kommt jetzt ein kleines Stück neuer Stoff oben drauf. Auch die oberen Kanten habe ich noch mit Überwendlingsstichen eingefasst. In dem Fall habe ich mich für Seidengarn entschieden, das ein bisschen feiner war, damit es nicht zusätzlich aufträgt. Hier sieht man jetzt auch das eingesetzte neue Fußteil. Ich habe sowohl Ober- als Unterteil neu gemacht und in dem Bereich, in dem der ursprüngliche Stoff mit dran gestoßen ist, habe ich auch das nochmal mit Kappnähten vernäht. Bei nicht fransenden Stoffen wäre das nicht nötig, aber hier wollte ich auf Nummer sicher gehen, dass der Stoff nochmal durch das Sohlenmaterial einen zusätzlichen Schutz hat. Man sieht, vorne habe ich es einfach offen gelassen und auch bei dem Test, da zieht sich eigentlich kein Faden mehr raus. Das wird auch ohne Kappnaht lange halten. Von außen sieht man dann nur minimal an mancher Stelle die Stiche, aber eigentlich sind sie weitgehend unsichtbar. Die beiden Stoffe zusammen haben auch eine tolle Optik. Und auch beim Flicken, den ich nicht extra umgelegt, sondern flach aufgelegt habe, ist die Reparatur geglückt. Ja, und damit bin ich fertig mit dem Paar. Damit es lange hält, habe ich aber noch ein zweites und sogar ein drittes genäht. Ja, und so ist also aus einem eigentlich fast schon verschlissenen Beinling doch nochmal ein neuwertiges Stück Kleidung geworden. Ihr wisst, ab und zu mache ich gerne mal sowas, dass ich Sachen restauriere. Wir hatten das schon mal mit einem historischen Hemd und wir haben das hier mit den Beinlingen. Es ist immer schön, wenn man alten Dingen nochmal Leben einhauchen kann. Von daher hat es mich sehr gefreut, dass wir hier die Chance hatten, zusammen nochmal was Neues aus was Altem zu schaffen und gleichzeitig noch was Neues dazu zu machen. So sollten die Beinlinge wirklich für lange Zeit halten. Man kann sie jetzt auch schön durchwechseln, was dem Stoff ja auch gut tut. Und ihr habt es gesehen und hoffentlich vergesst ihr es nicht. Wascht eure Wolle
Unbedingt. Die hat sich vorher so brüchig und alt angefühlt, dass ich wirklich Sorge hatte, ob das Neunähen sich lohnt. Aber das Waschen mit Wollwaschmittel und dadurch auch dieses leichte Rückfetten durch das enthaltene Lanolin hat die Wolle richtig aufatmen lassen. Sie ist jetzt wieder anschmiegsam, viel weicher und hat noch mal ein ganzes Leben vor sich. Auch euch, wenn ihr was zu reparieren habt, viel Spaß bei diesen Reparaturen, viel Erfolg. Geht die Sache ein bisschen mit Überlegung an. Wascht die Sachen anders als ich am besten, bevor ihr sie zerlegt. Das war beim ersten Beinling so ein bisschen ungünstig in meiner Überlegung. Und macht euch danach dran, um nochmal was Schönes draus zu machen. Denn auch Flicken sind was, das historische Kleidung eigentlich besser macht und keineswegs schlechter. Wenn wir uns Originale anschauen, ist es immer wieder erstaunlich, wie viel und wie oft doch an bestimmten Stücken repariert wurde. Von meiner Seite euch viel Spaß bei euren Reparaturen. Mich freut es, dass ihr dabei wart und diese kleine Reise mit mir gemacht habt. Und zum Waschen wird mit Sicherheit auch bald nochmal ein Video kommen. Bis dahin alles Gute für euch und wir sehen uns wieder hier im Textilatelier bei Faser und Stoff.